herzlich willkommen zur Preseason von der nächsten Saison 2017. Ja, Baruna Racing existiert weiter. Wir sind nicht abgestiegen, ging auch gar nicht. Wir waren in der untersten Liga. Wir entwickeln jetzt das Fahrzeug fürs nächste Jahr. Wir bekommen nochmal 7 Millionen für Fahrzeugteile. Damit haben wir 14 Millionen. Das ist, glaube ich, eigentlich gar nichts. Achso. Wir hauen mal einfach das Top-Zeug rein. Kostet 14.800.000. Das war gar nicht das Top-Zeug. Materiallieferung. So, das können wir gar nicht. Und so können wir, glaube ich, auch gar nicht weitermachen. Doch, können wir. Können wir dann auch hier das teuerste nehmen? Ja, können wir auch. Und dann gucken wir doch einfach mal. Sehr schwach. Ja, aber wenn wir das Teuerste nehmen können, dann nehmen wir doch das Teuerste. Also, warum denn eigentlich nicht? So, Chassis wird jetzt entwickelt. Das geht alles ein bisschen schneller wie in der Off-Season. So, hier kommt jetzt die ganze Vertrags... Also, okay. Testfahrer haben wir jetzt nicht mehr. Die Drehfuß. Nee, wir lassen den Platz einfach mal durch ein KI besetzt. Mein Buchhalter hat mich in ein paar geniale Investmentgelegenheiten in der Karibik eingeweiht. In Trinidad und Tobago gibt es wohl eine Menge Land für Kleingeld zu kriegen und ich habe daran ordentlich was verdient. Wie auch immer, das Geld möchte ich in das Team zurückfließen lassen. Hier ist also ein Anteil meiner Gewinne. Ich weiß, es ist nicht viel. Ah, vielleicht reicht es für ein neues Getriebe oder sowas. Oh, 250.000. Danke. Danke. Hallo. Das nenne ich mal Einsatz. Die Chefin, was? Wir haben hier eine Gelegenheit, in unserem Werbematerial auf unsere eigenen vorbildlichen Praktiken hinzuweisen. Das machen wir. Plus 25% Marktfähigkeit. Weißt du, was das bedeutet für unseren flexibel? Ja, jetzt kommt natürlich der ganze Scheiß wieder hier. Ja. Mach. Sponsoren. Mir ein bisschen alles zu lang. 9 und 10 Rennen. Ich hätte gern kürzere Verträge. Upsa. Elf Rennen. Und 2 Millionen. 1,5. Das ist deutlich weniger. Dann nehmen wir das. Ja, die Off-Season, Pre-Season ist natürlich Lackierung. Das lassen wir gleich. Lackierung ist unsere. Ja, bin ich. Baruna Racing. Was kommt jetzt? Okay, Auto ist noch nicht fertig. Grundwertmodifikation.
Gesamtwert 16, Wert 16 Millionen haben wir ausgegeben. Vertrag mit wem endet? Vorsaisontest. Ja, natürlich werden wir den Test machen. Um zu gucken, wo wir stehen. Ganz am Ende. Sind bis zu 10 km/h langsamer. Eieiei. Und eigentlich haben wir viel Geld. Wir haben das beste Zeug genommen, was es gab auf dem Markt für uns. Ja. Wir können 10 Millionen kriegen. Ich sag mal, wir werden Neunter. Kriegen wir 2 Millionen, 3 Millionen mehr. Jetzt würde ich mir gerne ein paar gute Sponsoren kaufen. So, lass mich mal gucken. Teile verbessern. Einheitsflügel gibt es immer noch. Und wir entwickeln zuerst, ich denke, einen neuen Motor. Höchstgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit hoch. Können wir im Headquarter noch was tun? Eine Teststrecke. Die wäre gut. Was ist das hier? Bremsentwicklung. Aber eigentlich muss ich sagen, das ist alles großartig. Aber das brauchen wir gar nicht. Wir bauen eher ein Mitarbeiterzentrum, weil das hat Einfluss auf unsere Mitarbeiter, ja? Das bringt uns, glaube ich, mehr. So, wir simulieren jetzt mal ungefähr bis hier. Und dann gucken wir mal nach den Teilen, dass die noch ein bisschen stabiler werden. Noch sieht es gut aus, ja. So, das erste Rennen kommt dann in der nächsten Folge, denke ich, weil wir sind jetzt schon 8 Minuten dabei. Also. Mitarbeiter sehr gut, Hauptquartier gut, Fahrer mittelmäßig, Wagen schlecht. Ja, Sponsoren sind okay. Ich weiß nicht, wie der Gomez da hochkommt. Wahrscheinlich wird es nach Alphabet sortiert, ja. Ne, dann würde der weiter oben stehen. Ich weiß es nicht. Die Mitarbeiter haben wir noch alle. Unsere Fahrer sind, denke ich, hoch motiviert. Die Kosten pro Rennen sind halt hoch. Und das ist das, was uns halt jedes Mal ein bisschen wehtut. Aber das kriegen wir auch hin. Alle ein viel besseres Auto wie ich. Das muss ich unbedingt verändern. Finanzen. Ich hätte gern hohe Finanzen, ja, aber dann machen wir halt pro Rennen ja, 1,3 Millionen minus.
Das ist einfach viel zu viel. Und wenn wir nur 500, dann haben wir am Ende 5 Millionen. Das ist auch nicht viel. Ja, es ist früh. Okay, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben auf jeden Fall. Ich sag gerade viel zu oft auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Schaut auch gerne mal in der letzten Saison vorbei. Ja? Oder beziehungsweise Anfang des Let's Plays. Da habe ich ja ein bisschen was verhauen, indem ich, wie soll ich sagen, meinen Spielstand überschrieben habe. Und dann musste ich neu anfangen, was zur Folge hatte, dass wir unser eigenes Rennteam jetzt haben. Maruna Racing. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.